Ja, liebe Koblenzerinnen und Koblenzer, das Wetter wird immer schöner, es sind warme Temperaturen angesagt, uns zieht alle es nach draußen und dennoch gilt nach wie vor die Rechtsverordnung des Landes. Es gilt Abstand zu halten, es gibt große Ansammlungen zu vermeiden. Frau Bürgermeisterin Moos und ich, wir haben das heute hier mal gemeinsam demonstriert. 1,50 Meter Abstand, das gilt und das werden wir auch entsprechend durchs Ordnungsamt weiter begleiten und zu Widerhandlungen auch mit einem Bußgeld ahnen. Wichtig ist uns dabei natürlich, dass wenn Sie mit Ihrer Familie unterwegs sind oder wenn Sie mit Ihrem Partner unterwegs sind, dieser Abstand nicht gilt. Es gilt für Menschen, die sich ansonsten nicht kennen, die ansonsten nicht in häuslicher Gemeinschaft leben. Aktuell haben wir 391 positiv getestete Menschen, davon 157 hier in der Stadt Koblenz. 45 Menschen werden aktuell in den Koblenzer Kliniken behandelt, die positiv getestet wurden. Wichtig ist, dass wir auch in den anstehenden Osterferien eine Notbetreuung in den Schulen und Kindergärten sicherstellen können. Da sind wir auf einem sehr guten Weg, dass sich auch genügend freiwillige Lehrkräfte gefunden haben, um das ihnen jetzt zur Verfügung stehende Angebot auch in den Ostertagen weiter anbieten zu können. Wir wünschen uns, dass Sie weiter aufeinander achten, dass Sie sehen, wenn ein anderer Ihre Hilfe braucht und das mit der nötigen sozialen Distanz dann auch tun, beziehungsweise Menschen und Institutionen informieren, die helfen können. Von uns beiden alle gute Wünsche. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund.